Was geht ab, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge My Time at Portia. Sorry, dass wir die Folge heute schon von draußen starten, aber ich bin alt und ich musste erst mal gucken, was ich beim letzten Mal gemacht habe, was jetzt ich nicht aufgenommen habe und muss ich erst mal nachschauen. Und gebaut habe ich hier die Schleifmaschine. Damit könnten wir jetzt rein theoretisch Kupferklingen herstellen. Und brauchen dafür eine Kupferbarre. Und die haben wir. Wir haben 3 Kupferbarren. Und hier sind noch mehr drin. Die nehmen wir doch mal mit, würde ich sagen. Haben wir dich irgendwie da tatsächlich? Kupferklingen herstellen für den Möbeltischler. Das machen wir. Ah, wir brauchen noch Energiesteine. Alles klar. Die habe ich hier irgendwo in meiner Kiste. Ich habe noch 12 auf Tasche. Oh, Mann, Mann, Mann. Auftanken mit Epsilon. Gib mir, ja. Mach 2 rein, ist das Maximum. Fertigen. 3 Stück bitte. Danke sehr. 6 Kupferbahnen. Ich bin gespannt, wie lange braucht er. Ah, 3 Stunden. Okay, das heißt, in 3 Stunden kommen wir wieder. Denke ich eh nicht dran, aber naja. Und ja, können jetzt erstmal so ein bisschen in die Stadt gehen. Gucken uns mal ein bisschen an, was da heute abgeht. Ziemlich viele Leute heute unterwegs. Was, wer ist denn Molly, Dolly und Polly? Sind die seine Schwestern? Bist du der neue Handwerker? Ich bin Polly. Es ist schön, andere Menschen zu sehen, die versuchen, die Telesis in dieser Welt voranzutreiben. Zumindest sagt das der Bürgermeister. Haha, nett, dich kennenzulernen. Alles klar. Was sagen deine Schwestern? Die rennen auch knallhart weiter, ne? Ach, die kenne ich, glaube ich, schon. Ich will nicht zur Schule, ich will dich, will dich. Alles klar. Was sagt die dritte? Dolly? Molly ist die dritte gewesen, ne? Hi, woher kommst du? Das ist alles? Papa erzählt wirklich schlechte Witze. Alles klar. Wo geht ihr denn alle hin? Hoch in die Kirche oder was? Da bin ich dabei. Aber man sieht, heute ist richtig schlechtes Wetter, ne? Es ist krass. Also es ist, das haben sie gut gemacht. Also es ist bewölkt. Zwar kein Regen, aber es sieht wirklich alles grau und grau heute aus. Perfekt, um in die Kirche zu gehen, würde ich sagen. Ja, tatsächlich. Heute scheint Gottesdienst zu sein. Was ist heute? Ah, heute ist Sonntag. Ja, gut, klar. Dann weiß ich ja, warum alle Leute in die Kirche gehen. So, da sind wir doch dabei. Kann ich mich setzen? Geil. Ich hoffe, ich werde nicht auf die Bühne gezogen hier, wenn der Pfarrer kommt. Ach, ich glaube, ist Lee nicht der Pfarrer? Yo. Vor hunderten von Jahren stiegen wir Menschen dank unserer technischen Raffinierung. Danke, dass du... Aber wir haben uns nicht getäuscht, egal was wir tun, bla 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 bla. Mhm. Oh, wir sollten nicht versuchen, die Natur zu beherrschen. Wir dürfen nicht vergessen. Wir dürfen die 200 Jahre unterführen. Alter Vater. Also wer schafft das so schnell zu lesen? Der hat meinen tiefsten Respekt. Alles klar, okay, das ist ein Friedensfanatiker. Technologie ist schlecht. Technologie hat alles zerstört. Und deswegen dürfen wir das nicht mehr einsetzen. Wir müssen jetzt in Frieden und Harmonie leben. Aber auf der anderen Seite töte ich doch Monster. Ergibt es Sinn? Hast du das nicht schon gesagt? Der Typ... Du laberst alles zweimal! Und du spielst gar kein Klavier! Nora, Schwester der Kirche des Lichts. Oh, hallo! Bist du neu hier? Ich bin Nora! Ich bin Missionarin der Kirche des Lichts. Nett, dich kennenzulernen. Ja, nett, dich kennenzulernen. Was macht denn Emily hier? Emily! Die kann Teleportation, tötet sie! Nicht Boy.
Sache. Kannst du es nochmal? Emily? Machst du nochmal Teleportation? Zeig mir, wie du es kannst. Zeig es mir. Kann Molly auch Teleportation? Ja, alles klar, okay. Sieht ein bisschen spooky. Ich geh mal lieber. Das ist mir ein bisschen zu krass. Wir dürfen keine Technologie einsetzen, aber die Leute teleportieren sich durch Wände durch. Ja, alles klar. Es ist immer noch schön regnerisch. Oh. Oh. Ich back hier nach unten durch. Alles gut. Leute, ihr kommt ein bisschen spät. Wie lange macht er denn da seine... Ich will gerade Sprechstunde sein. Seine Fahrkunde, Fahr-Dingsbums hier, Kirchen-Gottesdienst. Man merkt, ich bin so absolut nicht kirchlich. Das habe ich Steve überlassen. Aber wir haben Wichtigeres zu tun, nämlich müssen unsere Kupferklingen eingefällt sein. Ja, nice, die nehmen wir mit. 3 Kupferklingen. Das heißt, wir können jetzt zum Möbeltischler gehen. Wenn der nicht beim Gottesdienst ist. Ah, das befürchte ich tatsächlich. Mal schauen. Oh ne, sieht gut aus. Ja, Pauli ist ein cooler Typ, Alter. Strafe Qualität. Hab nicht weniger von dir erwartet, kleines Handwerkerchen. Danke. 600 Erfahrungspunkte, plus 10 bei Pauli und plus 210 Gold. So gehört sich das. Ist er hier? Ach, hallo! Die Ziviltruppe dient der öffentlichen Föderation. Örtlichen Föderation. Die wundersam fliegenden Schweine sind eine von der Bevölkerung ins Leben gerufene Erkundungsgemeinschaft. Alles klar. Aber ich sag mal, jetzt wo ich Pauli plus 10 habe, ne, durch die Quest. Habe ich bei dem jetzt schon... Oh Gott. Nee, nicht annähernd. Alles klar. Ja. Was haben wir denn hier eigentlich? Wir müssen noch den Zaun reparieren. Das bedeutet eigentlich, wir müssen mal langsam loslegen und uns die Schneidemaschine bauen. Ach, guck mal, ich kann im Steinofen Steine zu Steinziegel schmelzen. Ergibt es Sinn? Nein. Oder sehe ich das falsch? Also Steinziegel brennt man, die schmilzt man nicht. Und ich weiß auch nicht, ob man die aus einzelnen Steinen einfach macht. Aber wir gucken mal. Hier in My Time at Portia ist alles möglich. Achso, das ist ein Springbrunnen, wollte ich schon sagen. Ja, die Quest, die ich beim letzten Mal hatte, habe ich übrigens fertig gemacht. Es war tatsächlich der Wasserfall da hinten, den wir da jetzt so ganz zart sehen. Und da sind so, ja, kleine Seeigel mit Regenschirm rumgelaufen. Boah, guckt euch das an, wie viele Dings ich hier mache. Alter, what? Das ist krass. Wie lange braucht denn ein so blöder Ziegel? Okay, das Doofe ist jetzt, ich habe viel zu viele gemacht, ne? Auftanken müssen wir auch noch. Weil ich brauche ja natürlich auch noch meine Kupferbarren. Abbrechen. Ja, ich will abbrechen. Können wir jetzt Kupfer machen? Warte mal. Lass mich mal ins Handbuch schauen. Ich brauche insgesamt 12 Kupfererz und noch 3 weitere Steinziegel. So. Kann ich nicht einfach hingehen und mir noch so ein Ding bauen? Habe ich dafür alle Materialien? Ja. Ich würde sagen, ja. Achso, ich muss Gegenstände in meine Schnellleiste auswählen. Okay, ich habe kein Holz dabei. Steine habe ich. Aber da muss ich mir auch erstmal einen Steinhocker draus machen. Weil so ein zweiter Schmelzofen wäre schon eine geile Sache, oder?
sammeln wir noch ein bisschen Holz auf. 3, 6. Können wir hingehen hier ein bisschen. What the fuck? Geil. Also die neue Axt ist der Shit. Der kommt auch nicht wieder, der Baum, oder? Den habe ich komplett zerstört. Okay, der ist zu groß. Wäre cool, wenn die irgendwann wieder auftauchen würden. Ist okay, ich kann. Also ich kann den Stamm nochmal fällen. Weiß ich nicht, wie viel Sinn das ergibt, aber naja. So, und dann können wir noch hingehen. Platzieren wir mal fix den Holz. Geil! Gefällt mir. Zweiten Schmelzofen, den setzen wir jetzt erstmal daneben. Ich muss mal irgendwann mal hier ein bisschen. Wir platzieren den Scheiß komplett symmetrisch. Machen. Ich muss mir da mal so ein System überlegen. Erstmal auftanken. Und dann. Da können wir jetzt erstmal schön Steinziegel schmelzen. Wie wir lustig sind. Cool. Das war auf jeden Fall schon mal ein Fortschritt. Frage ist, was machen wir jetzt? Wer ist er denn da hinten? Ah, das ist Mai. Hallo Mai. Will mit dir reden. Hallo. Ich habe gerade einen Tipp erhalten. Mehr kann ich dir nicht sagen. Du musst es später lesen. Ich will dir was schenken, Mai. Ja. Eisenholz? Nein. Ich möchte dir ein Sprinkler schenken. Hey, das ist ziemlich schön. Danke, Kumpel. Oh, sie hat mich Kumpel genannt. Oh mein Gott. Also Mai ist die einzige, glaube ich, die sich über ein Brillenglas freut, aber warum denn nicht, ne? Warum nicht? So, wir looten hier nochmal ein bisschen und ja, dann ist die erste Folge wahrscheinlich ein bisschen kürzer. Aber der Tag ist auch schon wieder rum. Nicht viel passiert heute. Ich würde sagen, wir gehen mal in der nächsten Folge mal wieder in eine Höhle rein. Ab in eine Ruine, ein bisschen looten. Und schauen einfach mal, dass wir vielleicht mal so ein Relikt zusammengesetzt kriegen, was ich jetzt geil finden würde. Um mal ein bisschen voranzukommen. Das hier, das ist ja eh noch hier alles ganz entspannt. Das können wir hier auch stinknormal weiterlaufen lassen. Gut, liebe Leute, würde ich sagen, beenden wir die erste Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like oder einen Kommentar da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, eine neue Folge. Mein Thema Potter der Echtbar.